Deutschlandfunk Kultur Länderreport. Wir würden Sie jetzt gerne am großen Müggelberg rauslassen. Der steht in Berlin und ist dort der höchste Berg. Und auf diesen Berg hat sich unser Autor Achim Bogdan besonders gefreut. Macht er doch gerade eine ganz besondere Deutschlandreise. Er besteigt nämlich die höchsten Gipfel aller 16 deutschen Bundesländer. Und zwar mit prominenter lokaler Unterstützung. Diesmal ist er auf dem großen Müggelberg unterwegs und zwar zusammen mit Judith Holofernes, der ehemaligen Sängerin der Band Wir sind Helden. Das Schwerste an der Wanderung auf den großen Müggelberg ist der Weg dorthin mit dem Auto durch Berlin. Von Kreuzberg quält man sich eine ganze Stunde lang durch Neukölln, Treptow, Oberschöneweide, Niederschöneweide, Adlershof, gefühlte 100 Ampeln, Staus, graue Vorstädte, grüne Vorstädte bis nach Köpenick. Ich bin Judith Holofernes und wir laufen auf den großen Müggelberg in Berlin. Den größten Berg Berlins, der, glaube ich, nicht richtig nennenswert hoch ist. Aber wir gucken mal. Es gibt ja verschiedene höchste Berge in Berlin. Wusstest du das? Nein. Streiten die sich oder was? Oder gibt es Ost und West oder was? Ja, es gab auch Streit. Es ist auch die Frage, welcher ist jetzt der höchste? Ich habe mich jetzt mal dran gehalten an die höchste natürliche Erhebung. Es gibt nämlich auch Müllberge, die ja, höher sind. Einige, genau. Ach, die habe ich mir nämlich gedacht. Der Teufelsberg. Der Teufelsberg ist 120,1 Meter und dann gibt es noch die Arkenberge in Nordpankow. Die sind 120,7, aber es sind beides Schuttabladeberge. Ah, verstehe. Nee, wir nehmen einen echten Berg. Müllberge kommen und gehen, der Müggelberg bleibt bestehen. Unsere Wanderung auf den großen Müggelberg, 114 Meter hoch, beginnt auf dem Parkplatz des kleinen Müggelbergs, 88 Meter. Dort steht ein großes Ausflugslokal mit einem Aussichtsturm aus den 1960er Jahren, also noch aus DDR-Zeiten. Mit Haustierterrasse. Wir haben gerade gelernt, dieser Turm, also es ist ein Aussichtsturm, und wir haben gerade gelernt, dass er eine Haustierterrasse hat. Und wir müssen nachher noch rausfinden, was das bedeutet. Also da kann man wahrscheinlich seinen Hamster und seine Schildkröte und so mitbringen, an der Leine. Unser Weg führt uns in den Wald. Durch den Wald. Es ist ein warmer Sommertag und es fühlt sich richtig gut an. Viel Schatten und viel Grün in der aufgeheizten, von Smog geplagten Stadt Berlin. Judith Holofernes freut sich übers Wandern. Ich würde ja eigentlich am liebsten alle meine Interviews im Laufen machen. Und in den allerseltensten Fällen sind die Leute dazu bereit. Ich finde, man kann im Laufen besser denken und man kann im Wald besser denken und überhaupt besser sein. Und wenn ich eine Ausrede habe, in den Wald zu fahren und das Arbeit zu nennen, bin ich sowieso dabei. Berlin ist die Geburtsstadt von Judith Holofernes, auch wenn sie zwischenzeitlich als Kind mit ihrer Mutter weggezogen ist nach Freiburg im Breisgau. Erinnerungen von damals an Berlin. Tatsächlich die Mauer. Also ich weiß, dass wir irgendwie an der Mauer immer mal waren. Und dass man das als Kind irgendwie beeindruckend fand, aber nicht genau wusste, warum. Und dann habe ich so Erinnerungen hauptsächlich an meinen Kinderladen. Der war in der Urbanstraße. Aber die Erinnerungen sind schon sehr harsch. Also ich erinnere mich schon viel einfach an ja, noch viel mehr Hundekacke als jetzt. Also Berlin war ja quasi streugebombt mit Hundekacke. Und irgendwie auch alles hatte diese rauen Fassaden, an denen man sich als Kind immer so schrappt und mit irgendwelchen Fleischwunden nach Hause kommt. Also so eher schon harsch. Aber ich habe Berlin total geliebt. Weswegen sie auch seit dem Studium zurück ist in Berlin. Judith Holofernes ist berühmt geworden als Sängerin der Band Wir sind Helden. In den Nullerjahren hat die Band Millionen von Platten verkauft und hatte Hits wie Aurélie oder Denkmal. Beim Wandern sprechen wir über den Wahnsinn von damals, als die Band vor 100.000 Leuten bei Rock am Ring als Headliner spielte, aber andererseits der Druck immer größer wurde. Das war toll und beeindruckend und wunderschön, aber es war auch teilweise zu krass. Das ist ein bisschen wie Rennfahrer zu sein oder so. Weißt du, du weißt, wenn du es Steuer verziehst, dann landest du sofort an der Wand. Ne? Aber während, also die Fahrt macht trotzdem Spaß. Aber es ist so der Druck, der drauf ist, ist wahnsinnig hoch. Man wird halt sehr zum Produkt. Und dann kommt irgendjemand und sagt, na, also eigentlich das neue Album hätten wir am besten. Es ist auch so eine typische Wendung in der Plattenindustrie, dass die Leute sagen, am besten vor 3 Monaten. Das Artwork hätte man am besten vor 2 Wochen abgegeben. Das Tracklisting hätte man am besten. Eigentlich ist alles zu spät und eigentlich muss alles viel schneller gehen. Und eigentlich müsste man, es gibt immer dieses Nachlegen.
Also man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Und immer nachlegen, nachlegen, nachlegen. Es wurde zu viel. Die Band Wir sind Helden hat sich 2012 in Freundschaft getrennt. Judith Holofernes macht seitdem solo weiter. Und während wir an einem Schild Richtung Großer Müggelberg vorbeigehen, wir sind also richtig, reden wir über Corona. Die Pandemie hat auch den Alltag der Künstlerin Judith Holofernes ziemlich verändert. Also ich bin tatsächlich eher vorsichtig. Ich fahre Fahrrad und laufe und genieße ehrlich gesagt auch so diese Zwangsvereinfachung des Lebens. Naja, also was bei mir dazu kommt, ist, dass ich sowieso gerade total mein Leben auf den Kopf gestellt hatte im vergangenen November. Und zwar, indem ich ja mein ganzes Kunstgemache sozusagen verlagert habe auf Patreon. Patreon ist eine Crowdfunding-Plattform. Hier kann man im Netz als Mäzen seine Lieblingskünstler mit einer kleinen Summe regelmäßig unterstützen. Judith Holofernes hat das Glück, dass viele Menschen ihre Kunst, ihre Musik, ihre Gedichte so gerne mögen, dass sie bereit sind, dafür zu spenden. Zwischenzeitlich taucht auf unserer Waldwanderung zwischen den Bäumen plötzlich ein alter weißer Fernsehturm auf, der stillgelegt ist. Der Anstieg ist mehr als moderat, auf einem breiten Schotterweg. Niemand begegnet uns, außer einem Kampfjogger und zwei Mountainbikern. Wir biegen ab auf einen kleinen Pfad über weichen Sandboden. Ich finde, dass dieser Boden ist das Beste am Wald, oder? Ja. Das ist traumhaft für mich, dieser weiche Boden, der dieses Fump-Fump-Geräusch macht. Oh, es fängt auch an, so gut zu riechen. Ich sehe schon das Gipfelkreuz. Es gibt nämlich eins. Mitten im Wald steht hier ein großes Gipfelkreuz beim Großen Müggelberg. 114,7 Meter. Wir haben es geschafft. Yeah! Wir sind oben. Corona High Five. Der Gipfel im Wald hat einen großen Nachteil. Vor lauter Bäumen kann man nichts von Berlin sehen. Wer das gerne hätte, kann jetzt zum Fernsehturm am Alex. Der ist mit 368 Metern übrigens auch dreimal so hoch wie der höchste Berg Berlins. Und Judith Holofernes, war sie schon mal hier? Ich weiß es nicht genau, ich war bestimmt schon mal hier. Also ich bin in Berlin geboren, aber ich habe so ganz, ganz vage Vertrautheitsgefühle irgendwie. Von damals, als das noch ein hoher Berg gewesen wäre. So, was man noch wissen muss zu diesem Berg ist, es ist der einzige höchste Berg Deutschlands, der tatsächlich auch fast mit dem Schiff zu erreichen ist. Wir sind direkt oberhalb vom großen Müggelsee und also quasi von hier 500 Meter zu Fuß könnte man mit dem Schiff anlegen. Schick. Ja. Machen wir nächstes Mal. Und ganz zum Schluss, wie lautete nochmal der Titel des letzten Wir sind Helden Albums? Bring mich nach Hause. Ich bringe dich jetzt nach Hause, ja, nach Kreuzberg. Und wir bringen Sie gerne auch noch zum Beispiel mit Mehmet Scholl auf den Feldberg im Schwarzwald oder mit dem Ex-Bürgermeister Henning Schärf auf den höchsten Berg von Bremen. Können Sie alles nachlesen bei uns unter deutschlandfunkkultur/länderreport.